Puh, das war knapp. Fast wäre die Schlittenfahrt zu den Stiefeln der Kinder ausgefallen. Doch mit Hilfe meiner WissenschaftlerInnen konnten wir diese Schneekrise noch einmal abwenden. Zeit für eine Feier. Ich denke, mit versammelter Mannschaft sollten wir es einmal richtig krachen lassen. Nur irgendjemand hat wohl gestern vielleicht vor Feierlaune etwas zu viel getrunken und hat alle Wunderkerzen mit Tesafilm entwickelt und wir bekommen sie jetzt nicht mehr aus. Kann man die eigentlich mit Wasser löschen? Vielleicht wissen meine WissenschaftlerInnen Rat. Also Frauke, das ist ein toller Effekt, aber richtig gelöscht wurden die Wunderkerzen jetzt nicht? Nee, die Wunderkerzen kann man unter Wasser nicht löschen. Und wieso brennen Wunderkerzen unter Wasser? Genau, durch die Verbrennung des Bariumnitrats in der Wunderkerze entsteht Sauerstoff und deswegen erstickt die Wunderkerze auch nicht unter Wasser. Die Flamme ernährt sich quasi selber. Und die Reaktion ist stark exotherm, läuft also auch unter einer sehr großen Hitzeentwicklung ab und die Kühlleistung des Wassers reicht dann auch einfach nicht aus, um die Reaktion abzubrechen. Okay, also merken wir uns, Wunderkerzen nicht zusammenkleben und nicht unter Wasser. Genau. Danke dir, Frauke. Gerne.